Ein weiterer Blick hinter die Kulissen von Phoenix Racing beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, dieses Mal im Fahrerlager, wo wir durch Zufall auf ein ausgebautes Getriebe gestoßen sind, Markus Winkel. Ja, im Prinzip ist es ein Getriebe zum Einbau wieder. Ich sag mal, die Autos werden hier natürlich wirklich top vorbereitet für so ein 24-Stunden-Rennen. Das heißt, nach den freien Trainingssessions und den ersten Qualifyings danach wird nochmal die kompletten Viertelfahrwerke, Antriebswellen, Getriebe, wird alles nochmal getauscht, alles neu rein fürs 24er, wird dann im Warm-up vom Rennen nochmal gecheckt, ob alles funktioniert. Diese Ecken bleiben so vormontiert, wie sie sind, also mit der Antriebswelle. Das ist alles genau so vormontiert, genau. Das wird alles im Prinzip, das ist jetzt, glaube ich, das alte schon, kommt raus, kommt ein neues, komplettes neues Fahrwerk rein mit Antriebswelle. Also wie gesagt, Getriebe auch, wird alles nochmal getauscht. Erklär doch mal, was wir da sehen. Ja, im Prinzip das hier sind oberer Querlenker, unterer Querlenker, hier die Antriebswelle, hier der Radträger und hier kommt dann nachher quasi Bremsscheibe etc. hier drauf. Auch hier, wie man sieht, das komplett vorbereitete Getriebe. Komplett neu revidiert, kommt in das Auto rein, wird dann wie gesagt im Warm-up nochmal gecheckt, ob es funktioniert, aber wie man sieht, es wird wirklich nichts dem Zufall überlassen. Hier sehen wir nochmal einen Anlasser zum Beispiel, da wird wirklich alles getauscht, was, sage ich mal, ein bisschen anfällig sein könnte und so wenig wie möglich Laufleistung für so ein 24-Stunden-Rennen braucht. Und hier kommt dann das rauf, was wir uns als nächstes anschauen werden, nämlich die Reifen. Also erst einmal die Felgen und dann natürlich die Reifen und davon gibt es verschiedene Ausprägungen. Ja, also hier haben wir zum Beispiel die Fullbed Michelin-Reifen. Die werden halt logischerweise verwendet, wenn es stärker regnet. Wir haben noch einen Cutted Slick, da haben wir jetzt hier leider keinen. Hier ist ein voller Slick. Aber die richtigen Reifen, sage ich mal, das Reifenlager, das wir quasi während dem Rennen haben, ist direkt hinter der Box, wo wir vorher waren. Da haben wir so ein Reifenzelt, da werden die Reifen auch nochmal vorbereitet, also sprich die Luftdrücke werden nochmal genau zu den Temperaturen, zu den Außentemperaturen angepasst. Da hast du in der Nacht, wenn es kühler ist, andere Starttemperaturen, die tagsüber zum Beispiel, wenn es ein bisschen heißer ist. Wir haben dann auch noch Heizdecken quasi, die Reifen sind alle vorgeheizt. Das heißt, wenn du rausfährst, Speedlimiter aus, kannst du direkt Vollgas geben und hast direkt vollen Grip. Auf wie viel Grad sind die vorgeheizt? Die sind normalerweise so auf 85, 90 Grad sind die vorgeheizte Reifen. Und das ist im Prinzip so auch das, was wir während der Fahrt haben als Betriebstemperatur. Und dann, ja, du kannst rausfahren und fühlst direkt vollen Grip. Also muss die Reifen nicht extra warm fahren. Beim Vorheizen gibt es ja zwei verschiedene Methoden. Einmal Heizdecken, also das Einschlagen der Reifen darin. Genau. Oder ein Heizzelt. Ein Heizzelt, ja, das wird hier nicht verwendet. Wir haben Heizdecken. Da sind die Heizdecken oben drauf. Genau, die werden quasi einmal um den Reifen rumgemacht, mit dem Klettverschluss quasi fixiert und dann hier wird der Strom angeschlossen und dann sieht man auf so einem extra Gerät, das ist jetzt hier wahrscheinlich, sehen wir es hier leider nicht, aber da wird dann die Temperatur von jedem Reifen angezeigt und da kann man das dann genau überwachen, wie jeder Reifen gerade temperiert ist. Von den Slicks, also den profillosen Reifen, gibt es drei verschiedene Mischungen. Ja, da haben wir Soft, Medium und Hard. In der Regel fahren wir hier den Medium-Reifen, der Hard. Reifen funktioniert bei uns, sage ich mal, am schlechtesten, den Softreifen. Da kommt gerade ein Haufen in Heizdecken gewickelte Räder oder Reifen angeschoben. Genau, der Softreifen ist eher so der weiche quasi, den wir nachts verwenden, wenn es dann ein bisschen kühler ist von den Temperaturen, soll ja eh beim Rennen dieses Jahr ein bisschen kühl werden. Also ich denke mal so, hauptsächlich werden wir uns zwischen Soft- und Medium-Reifen dieses Jahr aufbehalten. Gibt es einen Temperaturbereich, wo der eine nicht mehr funktioniert und der andere schon wieder? Gibt es diesen Richtwert schon? Das gibt's ja, aber da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal auf die Tabelle gucken. Da haben wir so eine Reifentabelle, wo das von Audi alles ausgewertet wurde, wo, sage ich mal, der Crossover ist, wann man die Reifen wechseln muss oder wo welcher Reifen besser funktioniert. Ich habe es jetzt auswendig leider nicht genau im Kopf, die Temperaturen. Finden wir schon auch raus im Laufe der Zeit. Vielen Dank, Markus Winkelmann. Gerne.